nicht mitmachen, du willst schon mal mitmachen. Latschen, bleiben. Gut zu sehen, wie Litschina hier mit der linken Führhand anboxt. Und da gab es doch schon zweimal Gelegenheit für den Promoter hier Applaus zu spenden. Wilfried Sauerland am Ring ist gespannt, wie Litschina hier in diesem Kampf heute schlägt. Zum ersten Mal muss er über 12 Runden gehen. Bislang 4-mal über 8, noch nie über 10, noch nie über 12. Also er muss sich auch in diesem Kampf die Kräfte gut einteilen. Gegen diesen Otis Griffin. Für den ist das hier heute Abend auch eine Riesenchance. Hat sich gut vorbereitet. Hatte sehr viel Zeit durch die Terminverschiebung ohnehin. Denn auch dieser Kampf war ja schon für Anfang Oktober geplant. Und da konnte Griffin viele Sparringsrunden auch drehen, unter anderem mit dem Ex-Amateur-Weltmeister Michael Sims, der mit ihm gemeinsam in Sacramento trainiert. Ja, sehr gut. Die linke von Litschina, ganz wichtig, dass er hier Distanz hält. Sehr offen zum Teil die Deckung bei Griffin, das hat Litschina gesehen, mal die rechte über die hängende Führhand geschlagen. US-Amerikaner vertraut auf seine schnellen Beine, auf seine guten Reflexe. Ja, war ein bisschen knapp unter der Gürtellinie dieser Schlag von Griffin, sofort auch gesehen von Richter Ingo Barabas, aber lässt den Kampf weiterlaufen, bislang sehr fair, technisch sauber. Ja, nochmal eine rechte von Litschina, aber diese zweite Runde ein bisschen enger, ein bisschen ausgeglichener als Runde 1. Machst du sehr gut, ja? Hörst du? Ja, also. Ja, ganz gut. Tief atmen, locker stehen. Ja? Immer wieder den Kaul nehmen. Wenn er dich nicht fordert, stehst du auch ganz ruhig. Und dann kommt wegen kein Bild schnell. Ja? Und bis hin. Ganz locker. Seconds out. Ja, auch Andi Thom schaut sich den Kampf hier interessiert an in Bamberg. Der Berliner und auch Litschina ist ja ein Mann, der sich sehr viel in Berlin aufhält, fährt öfter rüber von Frankfurt oder nach dem Training, hat dort viele Freunde. Und er ist gut beraten, hier weiterhin die Fäuste oben zu lassen. Da war der Haken mal drin von Griffin, da ist er voll reingelaufen.
Sehr schön, wie sich Griffin immer wieder bewegt. Sehr unorthodox, schwer auszurechnen. Aber da war die Rechte von Lichina zum ersten Mal drin und er setzt nach. Und da ist er am Boden. Ist denn das zu fassen? Da hat er sofort die Schwäche gesehen. War angeschlagen. Und unglaublich, wie Lichina da sofort nachsitzt. Hat das Gespür für die Situation. Und wir müssen abwarten, ob Griffin das jetzt schon weggesteckt hat. Schwere Rechte von Lichina und er setzt nach. Ganz gefährlich jetzt die Situation für den US-Amerikaner. Versucht hier mitzuschlagen. Aber kommt nicht mehr weg vom Seil und steht auf wackeligen Füßen. Und der Kampf ist aus. Ingo Barabas bricht den Kampf ab. Auch der Trainer Nasser Niavaroni eilt sofort zu seinem Schützling. Und natürlich die Freude groß bei Manfred Wolke und Enad Lichina, der sofort bei seinem Kontrahenten vorbeischaut. Der sitzt noch am Boden, ist sichtlich benommen. Wahrscheinlich schon nach dieser ersten Wirkungshand. Schwer getroffen. Der Ringarzt ist bei ihm. Er spricht schon wieder, also ist wieder da. Aber das war natürlich eine schwere rechte Hand, explosiv geschlagen von Enad Lichina am Seil. Und wie er dann nachgesetzt hat, kontrolliert mit Auge, nicht wild drauf losgeschlagen, das war schon extra klasse. Wir schauen rein. Das war die Serie am Seil, wo sich Griffin nur noch mühsam verteidigen konnte. Der zweite Niederschlag folgt gleich. Da geht natürlich auch Lichina hohes Tempo und auch ein gewisses Risiko, sich hier auszupowern. Aber er war sich sicher, dass er den Kampf hier beenden kann. Hier nach dieser rechten, da war schon die Wirkung, das andere nur noch ein Wischer mit der linken Hand. Aber entscheidend für mich die Szene beim ersten Niederschlag. Diese Rechte, als Griffin zum ersten Mal zu Boden ging. Ja, und da kann er auch lachen. Der Mann, der mit viel Disziplin trainiert hat, da fällt der ganze Ballast jetzt ab nach so einem Knockout, nach so einem schnellen Sieg. Das war nicht unbedingt zu erwarten in diesem Kampf gegen diesen starken Gegner. Aber er hat vor allen Dingen physisch enorm draufgepackt, ist ja vor einem Jahr vor dem Halbschwer ins Cruisergewicht gewechselt, wiegt jetzt gut 10 Kilo mehr und da ist schon einiges an Muskelmasse dazugekommen. Bei Enad Lichina. Gibt's nochmal Shake Hands. Erst das zweite Mal, dass Otis Griffin so früh als Verlierer aus dem Ring geht. Gegen Danny Green, den Ex-Weltmeister im Halbschwergewicht, vorher auch mal durch TKO in Runde 3. Und jetzt haben wir das offizielle Urteil mit Roman Röll. Meine Damen und Herren, hier ist das offizielle Urteil. Ringrichter Ingo Barabas stoppt den Kampf in Runde 3 nach 1 Minute und 38. The judge stops the bout in Round 3 after 1 minute 38. Sieger und damit neuer Intercontinental Champion nach Version der IBF im Cruisergewicht. The winner and new champion from Germany, Enad Lichina aus Frankfurt an der Oder. Der erste Siegerkranz, der erste Gürtel für Enad Lichina. Am 14. November wird er seinen 29. Geburtstag feiern. Und das vielleicht das schönste Geschenk, das er sich selbst gemacht hat. Hier der erste Niederschlag.
kurze, trockene Rechte. Und da war die Deckung ganz einfach viel zu weit geöffnet bei Otis Griffin, der danach nicht mehr sicher in den Kampf finden konnte. Und das der Jubel beim Trainer, bei Manfred Wolke. Enad Ticina ist ja jetzt seine Nummer 1 im Wolke-Camp in Frankfurt, oder? Und wir haben ihn jetzt gleich im Interview bei Ralf Scholz.